Bist du feig oder bist du mutig? Bist du jemand, der klar kommuniziert, seine Meinung sagt, auch gegen den Widerstand von anderen? Oder bist du jemand, der mit seiner Meinung hinterm Berg hält, um ja niemanden zu verschrecken oder enttäuschen? Machst du dein Ding oder erfüllst du die Erwartungshaltungen von anderen? Bist du David Bowie oder nicht? Aber warum solltest du eigentlich wie David Bowie sein? Was bringt dir das für dein Leben? Nun, du solltest wie David Bowie sein, weil David Bowie ein wirklich mutiger Mensch war. Weil David Bowie jemand war, der seine Meinung ganz klar gesagt hat, auch gegen die Widerstände anderer. Und weil David Bowie einfach sein Leben gelebt hat, mit allen Vor- und Nachteilen. Er war sein Leben lang David Bowie. Das kann man natürlich sagen, ganz schön easy, wenn man internationaler Superstar ist, 140 Millionen Tonträger verkauft. Erstens ist man nicht als internationaler Superstar geboren, auch David Bowie nicht. Und zweitens einmal ist es gar nicht so leicht, mutig zu sein, wenn man erfolgreich ist. Und die Zeichen auf Erfolg standen nicht wirklich rosig bei David Bowie. David Bowie wurde eigentlich in sehr einfachen Verhältnissen geboren. Gut, das ist jetzt noch nicht ein Zeichen für Misserfolg, aber er war in einem sehr kühlen Elternhaus. Das heißt, ein Elternhaus, das mit seiner Kreativität nicht viel anfangen konnte. Er hat zwar einen Bruder gehabt, der ihn da sehr gefördert und inspiriert hat, aber sonst waren die Voraussetzungen nicht wirklich gut. David Bowie mochte seine Singstimme nicht wirklich. Ja? Nicht gut für einen Sänger. Und drittens, David Bowie war eigentlich ein zutiefst scheuer und eigentlich introvertierter, ruhiger Mensch. Was nicht wirklich die größte Voraussetzung ist, um eine erfolgreiche Bühnenpräsenz zu haben. Aber was hat er gemacht? Er hat diesen inneren Drang gehabt, David Bowie er selbst zu sein und hat aus diesem einzigen Grund alle diese Probleme gelöst. Das heißt, nachdem keiner seine Songs singen wollte, hat er es selber gesungen. Nachdem das zu Hause nicht gepasst hat, ist er ausgezogen. Und nachdem er eher introvertiert war, hat er eine Kultfigur, ein alter Ego kreiert, Ziggy Stardust. Eine pompöse Figur mit phänomenalen Gewändern, die die ganze Modeindustrie beeinflusst hat. Also David Bowie hat sein Ding gemacht. Er hat einmal gesagt, und den Spruch finde ich wahnsinnig beeindruckend, er hat einmal gesagt, I don't know where I'm going from here, but I promise it won't be boring. Ich weiß nicht, wo ich von hier aus weitermache, aber ich verspreche euch, es wird nicht langweilig. Das ist die Übersetzung von diesem Zitat David Bowies. Und genau so sollte man sein Leben auch leben. Wir alle haben unsere ganz individuelle Lebensbühne. Wir alle haben einen wirklich großartigen Raum zur Verfügung und es hängt von uns ab, wie wir diesen Raum nutzen, wie wir im Laufe unseres Lebens diesen Raum nutzen. Wir haben natürlich die Möglichkeit, uns feig ins Eck zu setzen und zu schauen, was da passiert. Wir haben die Möglichkeit, Erwartungshaltungen von da hinten, da im Publikum zu erfüllen und ja nicht beweglich zu sein und uns irgendwo klein zu machen und vielleicht nicht unseres zu machen. Oder wir haben die Möglichkeit, aufzustehen und diese Bühne für uns zu rocken. Das haben wir. Wir alle haben diese Möglichkeit. Und das sieht man David Bowie. David Bowie hat uns gezeigt, dass es auch egal, welche Widrigkeiten es in diesem Leben gibt, man kann es bewältigen. Und das wünsche ich euch und dazu fordere ich euch auf. Nützt eure Lebensbühne. Nehmt den Raum ein, der euch zusteht. Seid mutig, seid nicht feig. Sagt eure Meinung. Haltet nicht hinterm Berg damit. Und ganz wichtig, macht's euer Ding. Seid euch klar darüber, was eure Aufgabe in diesem Leben ist, was euch Spaß macht, was euch Freude macht. Natürlich kann man nicht immer alles nur machen, was Freude und Spaß macht, aber es sollte überwiegen. Und das wünsche ich euch. Also ich fordere euch dazu auf, macht's euer Ding. Seid mutig wie David Bowie. Looking forward. Leute, wenn ihr den Spirit von David Bowie erleben wollt, dann habe ich eine Empfehlung für euch. Am 16.11. um 19.30 Uhr gibt es ein Tribute-Konzert, wo die ganzen großen Songs von David Bowie gespielt werden, hier in der Wiener Arena. Mit dabei sind der Andy Baum, der Günther Mokesch, der Norbert Walli, die Marina Zettel und die Vesna Petkovic. Also Tickets sichern bei Ö-Ticket.